So, meine lieben Freunde, heute erfahrt ihr, was ein Karma für jedes Sternzeichen bedeutet, was für ein Karma jedes Sternzeichen hat. Und in diesem ersten Teil kommen die Sternzeichen Widder bis Jungfrau dran. Wir beginnen mit dem Widder. Wenn du dein Karma des ewigen Streits nicht überwindest, wirst du in ferner Zukunft sehr einsam leben müssen. In deinem jetzigen Leben hat dich deine Kampfbereitschaft erfüllt, die du im Beruf hast nutzen können. Du bist keinem Schlagaustausch oder Rivalenkrieg aus dem Weg gegangen. Im reifen Alter könntest du dich zum Querulanten entwickeln, der sich zunächst mit dem Nachbarn und später mit der Familie und Verwandten anlegt. Der Stier. Befreie dich von deinen ständig wachsenden Ängsten zu deinen Finanzen und finde ein entspanntes Verhältnis zum Geld. Sonst wächst dieses Karma der Geldsorgen über dich hinaus. Aus deiner Sparsamkeit wird tiefer Geiz und aus den Geldsorgen kommt die Existenzangst. Das entfremdet dich von den Menschen und füllt dich mit Misstrauen. Mit deiner ständigen Angst um deine drohende Pleite ziehst du das Unglück an und steuerst auf ein Chaos zu. Nun zu den Zwillingen. Die Zwillinge, in deiner Jugend hattest du deine immer wechselnden Affären noch als charmant empfunden. Die ständigen Geldprobleme, mit denen du zu tun hast, ist dein Karma, um aus dieser bürgerlichen Enge herauszubrechen. Denn du bist in deinem vorigen Leben von einer spießigen Enge erdrückt worden. Das drängte dich dazu, aus der Normalität auszubrechen. Im Alter ist dieses Leben eher peinlich und die Verschwendungssucht könnte gefährlich werden. Um deinen Halt nicht zu verlieren, solltest du vorsorgen. Nun der Krebs. Du bist in deinem vorigen Leben durch Schicksalsschläge und Hungersnot von deinen Eltern getrennt worden. Vielleicht hat man dich zum Waisen gemacht. Dein Karma ist, deine Familie, um dich zu scharen, sie zu versorgen und zu behüten. Doch gleichzeitig kannst du aber auch scheitern. Es könnte sein, dass du dann zum Einzelgänger wirst, weil du dich mit der Halbverwandtschaft zerstritten hast. Dann aber hast du deine Bestimmung verfehlt. Dieses Karma wird dann wie zum Fluch, schickt dich in die Einsamkeit und entfremdet dich von deiner Familie. Nun, der Löwe. Dein Karma ist, dass du strahlend, machtvoll und großzügig wie ein Patriarch deine Familie regierst. Wenn dir das nicht gelingt und du deine Führungsrolle nicht erkämpfen kannst, wirst du dich von den Menschen abwenden und dich zu einem mürrischen, kleinlichen Geizhals entwickeln. So, jetzt die Jungfrau. Du hast tiefe Ängste vor dem Chaos der übermächtigen Gefühle, die dein Karma bestimmen. Das ist geprägt durch dein chaotisches vorheriges Leben. Leider gelingt es dir nicht immer, deine Sehnsucht nach Ordnung und stabilen Verhältnissen gerecht zu werden.
Wenn bisher deine Existenz ins Wanken geriet, weil du dich in Affären verzwickt hast, dann wurde dein Karma wie zu einem Fluch. Dann gerätst du in reiferen Jahren immer tiefer ins Chaos, weil du anderen die Schuld an deinem Versagen gibst. Das war nun der erste Teil und der zweite folgt in Kürze. Bis dahin, alles Liebe, eure Deria.